Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in A New World. Heute packen wir uns den mächtig schweren Kriegshammer und hauen damit mal so richtig rein, allen. Also legen wir los mit dem dicken, fetten Kriegshammer hier. Hauen wir heute mal so richtig rein, die zweite dicke, fette Zweihandwaffe, Stärkewaffe. Wir schauen mal eben kurz hier in die Attribute rein. Ebenfalls ähnlich wie bei der Streitaxt ist es hier beim Kriegshammer so, dass auch er komplett eben nur mit Stärke skaliert. Dementsprechend haben wir hier sämtliche Punkte auf Stärke investiert. Bei der Skillung ist es so, ich habe hier natürlich auch hier wieder zwei Skillbäume. Wir starten einfach mal mit Moloch und den drei verschiedenen Talenten. Das dritte Talent habe ich dann hier nochmal ein bisschen verbessert sozusagen. Die anderen Passiven sind auch gut, verringern zum Teil die Abklingzeiten oder geben dir selbst einen Buff oder ermöglichen das Ziel bei, wenn es weniger Gesundheit hat, dann mehr Schaden auszuführen. Also das sind so wirklich auch überall praktische passive Fähigkeiten. Ich starte jetzt einfach mal damit und wir gehen mal eben hier die Hauptskills durch. Rüstungsbrecher, ein mächtiger Schwung, der 35% der Rüstung des Ziels durchdringt und 140% Waffenschaden verursacht. Dann haben wir hier als nächstes mächtiger Hammer, ein über Kopf ausgeführter Sprungangriff, mit dem man sich auf Gegner stürzt und 160% Waffenschaden verursacht. Und als drittes kommen wir auf Abrisshammer. Und Abrisshammer, der letzte Skillpunkt oder das letzte Talent. Schlage mit dem Hammer in der Nähe des Ziels auf den Boden, um 120% Waffenschaden zu verursachen und das Ziel zu plätten. Und dann habe ich hier noch die Punkte drin. Bei einem erfolgreichen Angriff erhältst du Verstärkung, der dir für 4 Sekunden 20% Schadenresistenz verleiht. Und als nächstes Freiraum. Alle Ziele im Bereich von 1,5 Metern des Zieltreffers werden auch dem Erdboden gleichgemacht. Also, soweit die Talentverteilung. Wir gehen damit einfach mal rein. Da haben wir auch schon unseren ersten Kandidaten. Ich fange mal an mit dem F, mit dem letzten. Hauen wir ihn mal eine Kelle rein oder er ist auch schon platt. Und wenn man jetzt das vergleicht, diese mächtige Zweihandwaffe, mit der letzten mächtigen Zweihandwaffe aus dem letzten Video, der Streitaxt, dann fällt einem schon wahrscheinlich einiges auf. Deutlich schnelleres Töten. Also man macht die Gegner deutlich schneller platt. Man hat mehr Kontrolle über die Gegner und das, wo ich jetzt noch nicht mal sämtliche Skills verwendet habe. Gehen wir mal hier rein. Wir fangen wieder an mit dem ersten, mit der F-Taste. Er ist platt gehauen und wir können ausweichen. Jetzt kann er seinen Schlag machen. Wir machen einen heftigen Schlag zurück und das war's. Abklingzeiten auch schon gleich wieder ready. In der Zwischenzeit rennen wir jetzt hier zum nächsten. Wir schlagen ihn hier nieder. Bam, 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 ausweichen. Ah, das war zu spät. Und fertig. Seht ihr? Und das ist einfach der Punkt. Der wichtige Punkt ist für den Flow, für den Fortschritt, kontinuierlich einen Mob nach dem anderen schlagen zu können, dass man eben die Mobs auch kontinuierlich, hoppala, dass man auch die ganze Zeit draufhauen kann, dass man nicht so viel Cooldown-Zeit hat, dass die Talente nachladen, dass man... Fangen wir mal mit dem an. Oh, daneben. Und da macht er einen schweren Angriff. Den müssen wir ausweichen. Deswegen ist er auch nicht umgestürzt. Aber der Punkt ist halt, je mehr man halt Pause hat fürs zwischendurch Essen, dass sich die Skills wieder aufladen und so weiter und so weiter, umso weniger schnell kommt man halt vorwärts. Will man ja nicht. Weil man das nicht will, na, muss man halt gucken, dass man eine Waffe findet, die halt schnell Fortschritt bringt. Häschen nehmen wir auch gerne noch mit. So, immer snacken. Da kommt er schon an hier. Zack, runterhauen. Und gib ihm. Ausweichen.
Jetzt kriegt er hier die R-Taste noch drauf. Batz. Und fertig. Also ihr seht, es lübt. Eine Waffe, die richtig Spaß macht und im Vergleich, wie gesagt, zur Axt einfach mal noch mehr Bam-Faktor hat. Weil es einfach mehr Bam macht. Und Bam macht dann auch direkt die nächste und die zweite Skillung. Da gehen wir jetzt gleich nochmal rein. Kurz ausweichen. Zack, da liegt er auch. Genau, schauen wir uns gleich direkt mal den zweiten Talentbaum an. Gehen wir mal eben rein. Ich setze hier die Punkte zurück. Halt, ich glaube, wir haben noch Abklingzeit. Genau. Und wenn das zurückgesetzt ist, dann verteilen wir die Punkte hier natürlich wieder in die Main Stats. Zack. 1, 2, 3. Und dann schauen wir hier nochmal eben, dass wir die zwei Passiven auch noch verteilen. Und hier verteilen wir dann einmal noch in den überdauernden Geist. Du regenerierst 35% mit Kriegshammer verursachenden Schaden als Gesundheit. Wenn du Massenbrecher einsetzt, da nehmen wir den Punkt rein. Was haben wir hier noch? Zu den leichten Angriffen kommt es in der Regel nicht. Hier machen wir noch das Taumeln mit rein, denn wir wollen die Gegner immer schön unter Kontrolle halten. Gerade richtig, da spawnt auch schon einer und wir setzen sofort die ersten Angriffe ein. Bam! Kicken ihn einmal zurück, hauen auf den Boden und er kriegt richtig die Kellen. Und da ist der Finisher. Ach, nicht ganz. Ach, also, das Dingen... anders wild. Okay, Abklingzeit hier ein bisschen größer. Gerade auch mit dem großen Finisher hier am Ende. Aber man kann ja auch mit einem schweren Angriff anfangen. Bam. Haut ihn nochmal zurück. Schwerer Angriff again. Und leichter Angriff. Siehst du, auch das sehr, sehr schnell. Ohne, dass der Gegner irgendwie eine Chance hatte. Jetzt haben wir hier sogar schon wieder die Abklingzeiten ready. Wir gehen hier wieder rein mit einem schweren Angriff. Batz. Hauen ihn zurück. Schwerer Angriff. F-Taste. Leichter Angriff. Er kommt nicht eine Sekunde dazu, uns zu schlagen. Dadurch haben wir die ganze Zeit Leben, können sofort weiter zum nächsten, haben eine höhere Killfrequenz, können schneller leveln. Sensationell. Batz. Schwerer Angriff. Runterhauen. Zweimal leichter Angriff. Ende. Also in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten einfach eine mächtige Waffe. Ja, und es ist einfach eine Waffe, die auch einfach Bock macht. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen einen Massenpull machen. Ich bin mal gespannt, ob ich das überlebe. Wir ziehen die mal hier ran. Und dann ziehen wir die Dudes hier oben auch nochmal ran. Einfach mal wieder übertreiben. Einfach mal übertreiben. Dafür ist es ja da. Weil man es kann. Nein! Nein, 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 nein! Lauf, 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 lauf! Und jetzt rein da. Rams. Okay, so ganz mächtig war es nicht. Uiuiuiui. Aber kann man mal machen, oder? So, kommt mal schön ran, Dudes. Und weg, weg, weg. Ausweichen. So. Ob wir das überleben, ey. Einfach mal wieder versuchen. Jawohl. Alle 300 Damage gekriegt. Nicht schlecht. Jawohl. Das war schlecht. Das war schlecht. Aber die standen gerade richtig gut gestunt. Coole Sache, Alter. Guck mal hier, ey. Die R-Taste hat gerade richtig reingewämst. So. Jetzt machen wir alle nochmal schön gepult. Zack. Da sind schon die nächsten platt. Die machen gerade ihre schweren Angriffe. Jetzt nehmen wir hier, dass wir die schön zusammen haben, gleich die R-Taste nochmal. Und danach kommt die Q. Also, alle schön zusammenpullen. Komm ran hier. Auf dem Haufen. So. Rams. Und da sind sie. Ne, der kriegt noch einen. Ha! Geile Sache. Hat funktioniert. Geiler Massenpull. Mega. Macht Bock, das Ding. Richtig geiler Prügel. Wenn das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.